Was ist der Sinn des Lebens? Hello darkness, my old friend. Ich bin Rosi, Rosi Superstar. Wer bist denn du? Ingo. Du bist Ingo? Ja. Kennt man dich? Nee. Also ist das erste Mal jetzt mit Zelten. Mein allererstes. Das ist auch mein erstes. Ich glaube es 8, aber ich weiß es nicht genau. Ich sag jetzt mal, ich lüge mir jetzt mal zusammen, dass ich 5 oder 6 Mal hier war. Natürlich vorne mich mit den Donuts spielend, jetzt aber natürlich heute dann auch mal ohne die Jungs. Ich weiß aber, dass beim ersten Mal, als wir hier waren, wir mit dem Traktor aus dem Schlamm gezogen werden mussten. Auf dem ganz früheren Deichbrand, wo es noch am Deich war, wo so Schafe zugeguckt haben, wenn man gespielt hat. Das war schön. Inklusive 45 Minuten Stromausfall auf der Bühne und wir haben einfach nur gesoffen. Vor 5 Jahren. Boah, Mathematik um diese Uhrzeit. Wie alt wäre ich dann, wenn ich vor 5 Jahren geboren wäre? Dann wäre ich jetzt 22. Hä? Ich verstehe das nicht. 13. 5. Ja, 5. 18. Du wärst ja nicht 5, du Über 18? Ungefähr 5. Ungefähr. Das ist eine sehr gute Frage. Dein Ernst? Bier. Bier. Bier, ja. 42. Liebe zu finden. Oh, ich würde so gar nichts machen. Wirklich überhaupt gar nichts. Ich würde sagen, dass kein Mensch mehr Hosen tragen sollte und alle nackig rumlaufen sollen. Ich würde alles so machen wie die Merkel. Dito. Urinella an die Frauen vergeben. Das ist, damit wir wie Männer pinkeln können. Ach so. Erdbeere, Wodka und Tequila. Bier, Bier und Bier. Alles, was im Long Island Iced Tea drin ist. Also, oder wenn es 3 wären, dann würde ich auf jeden Fall Korn nehmen, Fanta und Cola. Ist Ibiza. Ibiza. Ich kann dir sagen, ich würde einfach den kalten Klöben nochmal rausbringen. Das haben Studio Braun damals gemacht. Kalten Klöben ist Cola, Metaxa, Zitrone und Eis. Und dann rein in den Kopf und wegschlucken. Bier oder Sex? Ja. Oh, geht nicht beides? Oh, das ist schwierig. Beides gleichzeitig. Ich mag Bier. Ja. Beides. Bier. Kommt aufs Wetter an. Ja. Ja, Sex. Ja, Sex. Ah, ja, Sex, Sex, warte, Sex, warte, Sex, warte. Sex. Ja, dann Sex. Mai, ist es schön hier. Also es ist wirklich echt ein schönes Festival. Ich mag es wirklich, wirklich gerne. Und ich bin sehr dankbar, dass dieses Jahr auch endlich mal mein Catering-Rider erfüllt wurde. Sonne. Die Bändchen sind irgendwie so komisch. Die haben so einen komischen Stoff und das kratzt so ein bisschen an. Das ist auch doof. Aber sonst alles cool. Aber wir brauchen viel mehr Klos und Toiletten. Und Klos und Toiletten und Duschen. Ja, genau dasselbe. Weil wir sind direkt gegenüber von den Duschen und da ist echt eine lange Schlange jeden Tag. Vielleicht nicht ganz so lange anstehen, bevor man hier rein darf. Das wäre nice, ist schwierig, aber man könnte ja auch einfach längere Öffnungszeiten machen. Also nicht erst um 12 aufmachen und die Leute stehen da bis hinten zum Graben oder so. Verteilt bitte am Anfang Staubmasken. Es ist mega staubig. Und wenn ich mir die Nase putze, sieht das einfach aus wie... Naja, das wollen wir mal nicht hier erläutern. Nee, da hast du recht. Ich darf Bier trinken. Ich mache aber vor allen Dingen diesen Sommer die Moderation für Arte. Arte Concert. Ich bin unter anderem auch noch im Lollapalooza Festival unterwegs. Das Siegel Festival gibt es halt noch und so weiter und so fort. Arte präsentiert da den ganzen Kram und dann präsentiere ich das für Arte mit. Wie geil ist denn das? Gesetzen, ist das für dich in Ordnung, dass ich das auf YouTube oder anderen Portalen veröffentliche, dieses Interview? Da müsstest du bitte mit dem Rechtsanwalt von meinem Rechtsanwalt sprechen. Der hat einen Rechtsanwalt und der kann dir da bestimmt Auskunft erteilen. Für mich wäre es in Ordnung. Wunderbar. Dann danke ich dir für das Interview. Danke euch. Vielen Dank für das Interview und jetzt verpiss dich. Sehr gerne, Arschloch.